Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Gnauck, du darfst dich anschalten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, willkommen zur ersten Auflage unseres Polenquartetts. Wir haben ein neues Debattenformat ins Leben gerufen, ein Format, dessen Ziel es ist, vier kluge Köpfe oder vier weniger kluge Köpfe, aber vier aussagekräftige Köpfe zusammenzubringen, die Ihnen etwas über Themen berichten, die mit Polen zusammenhängen. Als erstes Thema haben wir uns das Thema Medien vorgenommen. Wie ticken die Medien? Denn über Medien ist in den letzten Jahren in Polen viel diskutiert worden und wir nutzen die Gelegenheit, es ein wenig auszudiskutieren. Ja, auch einen schönen guten Abend von meiner Seite. Ich freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Wir freuen uns sehr über das hohe Interesse für unsere erste Veranstaltung des Polenquartetts. Heute wollen wir beginnen mit dem Thema Polen in den Schlagzeilen. Wie ticken die Medien? Wie sind wir auf dieses Thema gekommen? Nun ja, wahrscheinlich haben alle, die sich mit Polen befassen, wahrscheinlich auch durch, nicht zuletzt durch unseren heutigen Gast Gerhard Gnauck, in der deutschen Presse davon erfahren, dass um den Jahreswechsel herum die Übernahme einer großen Zahl von polnischen Tageszeitungen, regionalen Tageszeitungen durch den Mineralöl- und Tankstellenkonzern Orlen angekündigt worden ist. Diese Übernahme ist mittlerweile vollzogen und im Zuge dessen hat sich natürlich wieder auch in Deutschland, aber vor allem natürlich in Polen eine Debatte darüber entsponnen, was das dann für die polnische Presselandschaft bedeutet, was es denn für Medienfreiheit bedeutet. Und es ist einer der Aufhänger, weswegen wir uns mal heute ein bisschen genauer mit den Medien in Polen auseinandersetzen möchten. Wir haben das bisher schon in schriftlicher Form vor allem getan. Und wenn ich wir sage, dann meine ich meine Kollegin Agnieszka, die zwei Polen-Analysen zu dem Thema verfasst hat, die Sie natürlich auch gerne im Internet sich ansehen können. Und ich gebe jetzt weiter an Agnieszka und freue mich auf den heutigen Abend. Guten Abend auch meinerseits. Wie der Name schon sagt, sitzen wir hier zu viert. Aber Sie wollten bestimmt gerne wissen, warum gerade die vier Personen hier sitzen. Gerhard Gnauck muss ich Ihnen nicht vorstellen. Sie kennen Gerhard Gnauck bestimmt als den langjährigen Polen-Korrespondenten, zuerst der Zeitung Die Welt und jetzt die FAZ. Also ihm muss man nicht vorstellen. Trotzdem werden wir gleich ein bisschen von ihm hören wollen. Wie ist es so dazu gekommen, dass er jetzt der Polen-Korrespondent ist und welche Erfahrungen er dabei gesammelt hat? Bastian Senthardt, den Sie schon gerade gehört haben, ist DPI-Mitarbeiter seit Mai 2020, hat aber die vorherigen 10 Jahren in Warschau gearbeitet. So hat er verschiedene Erfahrungen an beiden Seiten gesammelt. Er beobachtet also die Medienlandschaft aus der polnischen und deutschen Perspektive. Aber natürlich kann er das nicht nur vergleichen, aber er als ein wissenschaftlicher Mitarbeiter ist auch oft in den Medien selbst unterwegs, also kann auch ein bisschen dazu sagen, wie das so intern in den Medien aussieht. Ich wurde auch schon von ihm kurz vorgestellt. In der Tat habe ich in den letzten Polen-Analysen einiges zum Thema Medien geschrieben, wie ich das schon mit meiner auch Doktorarbeit angefangen habe. Und ich versuche jetzt in beiden Ländern auch die Situation zu beobachten, so wie das auch Peter Oliver Löw, der Direktor des Deutschen Polen-Instituts, macht, der jetzt mit dem wissenschaftlichen Neugier gleich die Moderation übernimmt. Vielen Dank, Agnieszka. Neugier muss nicht nur wissenschaftlich sein, sie kann auch journalistisch oder insgesamt ganz neutral sein. Aber wir sind alle wissenschaftliche Mitarbeiter und deswegen haben wir auch gewisse Fragen natürlich vorbereitet an Gerhard Gnauck. Kurze technische Information noch vorneweg. Sie können Fragen stellen, meine Damen und Herren. Wenn Sie hier im Zoom-Webinar teilnehmen, dann machen Sie das bitte mit der F- und A-Funktion, Fragen und Antworten. Da schreiben Sie bitte Ihre Fragen rein. Wir lesen die dann und wenn sie uns passen, dann werden wir sie auch stellen. Oder Sie machen das, wenn Sie über Facebook zuschauen, indem Sie dort einfach in den Chat schreiben und wir haben dienstbare Geister, die uns die Nachrichten dann zukommen lassen, sodass sie auch dort von uns wahrgenommen werden. So viel hierzu und nun in medias res.
Lieber Gerhard, in deinem Lebenslauf steht geboren in Warschau. Dein Name lässt nicht darauf hindeuten, dass es sich bei dir um einen Biopolen handeln könnte. Wie sieht das aus? Wie begann dein Leben? Was ist das für ein polnischer Faktor in deiner Biografie? Ja, guten Abend nach Darmstadt und nach Berlin. Und guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich bin ein Kind einer deutsch-polnischen Ehe, wie es ja ziemlich viele gibt. Wie vielleicht bekannt ist, also die deutsch-polnischen Ehen waren die häufigsten gemischten Ehen in Deutschland über Jahrzehnte. Bis vor kurzem, jetzt haben sie die deutsch-türkischen wohl überholt. Ich bin aufgewachsen in Westdeutschland. Und für uns war wichtig, für meine Familie war wichtig, die Bürgerrechtsbewegung in den Diktaturen Osteuropas, Mittel- und Osteuropas, inklusive der DDR. Das lag ja praktisch vor der Haustür. Und das Engagement meiner Eltern, also in der Menschenrechtsarbeit, hat mich dann auch beeindruckt und beeinflusst und geprägt. So dass ich also schon eigentlich schon in der Schulzeit und dann erst recht in der Studienzeit natürlich viel mit dieser Region zu tun hatte. Und wenn man zu tun hat, dann will man auch die Sprachen lernen und dann will man das vielleicht auch studieren. Das habe ich dann auch gemacht. Kann man sagen, dass du ein Exilpole warst von deinem Selbstverständnis oder warst du ein Deutscher, der Polen aus von außen betrachtet hat? Oh, das habe ich mir so zugespitzt vielleicht nicht gestellt, aber wenn man dann anfängt, irgendwas zu schreiben und irgendwelche historischen oder sonstigen Themen aufzugreifen, und da gab es immer wieder irgendwelche schönen Anlässe, habe ich lustigerweise angefangen, einerseits bei der deutschen vertriebenen Presse und andererseits bei der Presse der Exilpolen, also zwei Pole, die sich eigentlich vielleicht nicht vertragen sollten, aber offenbar doch vertragen konnten. Und habe für diese beiden Flügel, wenn man so will, jeweils über das andere Land geschrieben. Den Vertriebenen habe ich versucht zu erzählen, ja, was tut sich denn dort in Schlesien? Hat dort die Geschichte aufgehört oder geht die dort weiter? Und umgekehrt, den Exilpolen konnte man wunderbar irgendwas über deutsche Geschichte erzählen. Also so hat sich das in gewisser Weise ergänzt. Und dann bist du über ein Geschichtsstudium irgendwie in den Journalismus geraten. Kannst du uns diesen Weg ganz kurz schildern? Eigentlich, der Weg war eher von der Menschenrechtsarbeit hin zum Journalismus, weil man da schon so irgendetwas lernte wie Flugblätter machen. Heute heißt das Flyer aus irgendeinem Grund. Also beschreiben, was in anderen Ländern vorgeht. Und oft waren es ja sehr unerfreuliche Dinge, die dort vorgingen, und mit einem kleinen Schritt ist man dann sozusagen bei der sogenannten Wächterfunktion der Presse, die ja aufpassen soll, dass keine schlimmen Dinge passieren, weder bei uns noch anderswo. Und wo wir schon davon mit dem Polen-Institut hier zusammensitzen, also ich habe ein Praktikum gemacht im Deutschen Polen-Institut in Darmstadt. Und nach und nach bin ich also immer tiefer sozusagen auch in den Journalismus reingeraten, habe ein Zeitungspraktikum gemacht in Moskau bei einer russischen Zeitung. Und dann kam so eins zum anderen, natürlich also freie Mitarbeit bei verschiedenen deutschen Zeitungen. Und dann hatte ich das Glück, also auch nach ein paar Jahren freier Mitarbeit bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung dort auch angestellt zu werden. Die Karriere war dann FAZ und Welt und wieder zurück zur FAZ. So ist es, ja. Und seit wann bist du in Warschau? Seit gut 20 Jahren, in denen sich natürlich viel getan hat, in denen das Land in die NATO eingetreten ist. Das war vor meiner Anreise, aber dann danach kam später der Beitritt zur Europäischen Union. Und man sollte vielleicht dazu sagen, wie das oft so ist bei Korrespondenten, die haben oft mehr als ein Land zu behandeln. Und das ist bei mir, sind das Polen, die Ukraine und die baltischen Staaten.
Das ist ganz schön viel Verantwortung für einen so großen Teil Europas, diesen Teil Europas auch an dem deutschen Publikum zu zeigen. Das stelle ich mir nicht so einfach vor. Kannst du so ein bisschen was berichten, vielleicht darüber, wie sich deine Arbeit oder deine Schreibmöglichkeiten als Auslandskorrespondent, als Polen-Korrespondent verändert haben in den letzten 20 Jahren? War es vor 20 Jahren einfacher oder schwerer, in der deutschen Zeitung was unterzukriegen über Polen? Sind die Interessen irgendwie der deutschen Redaktionen andere geworden? Hat sich da was verändert? Und da könnte man natürlich jetzt vieles sagen. Du hast ja angesprochen, auch das Interesse der Leser und der Redaktionen sozusagen. Da fällt mir spontan ein, zum Beispiel die Menschen, die in Deutschland noch eine lebendige Erinnerung hatten an, sagen wir mal, die deutschen ehemaligen Ostgebiete oder auch das Baltikum, wo ja auch viele Deutsche gelebt haben und dann eben umgesiedelt wurden nach dem Hitler-Stalin-Pakt, aber bis ins hohe Alter sozusagen ihre Verbindung ins Baltikum gepflegt haben. Diese Menschen werden leider immer weniger und ich fürchte, es ist einfach so. Die Schlesien-Experten saßen früher in Deutschland, heute sitzen sie in Polen und das wird sich auch so fortsetzen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich die Teilung Europas, die über Jahrzehnte das Reisen Richtung Osten etwas schwieriger gemacht hat. Nicht unmöglich, aber eben für manche doch unüberwindlich schwierig. Und das hat sich nun 89 glücklich beendet, um neuen Problemen Platz zu machen, zum Beispiel dem Aberglauben, dass Polen vor allem Autos klauen und solche Dinge tun. Und auch das ist schwer aus den Köpfen rauszukriegen, mancher Deutscher. Also, und da sind wir mehr oder weniger jetzt heute, wo inzwischen sich natürlich vieles andere Ereignis hat, aber ich mache mal einen Punkt. Und welchen Gestaltungsspielraum hat man eigentlich als Auslandskorrespondent? Kann man eigene Ideen verwirklichen? Kann man eigene Akzente setzen? Oder ist man vorwiegend darauf angewiesen, das, was gerade so geschieht, zu berichten? Man kann, Gottlob, eigene Akzente setzen. Und ich hoffe, dass das mir gelingt und in Zukunft noch besser gelingt. Und andererseits gibt es natürlich Dinge, die will jeder einfach wissen, wenn Regierungskrisen, Wahlen oder ganz große Skandale sozusagen möglichst noch mit internationaler Verwicklung dabei auftauchen, dann ist klar, natürlich muss man darüber berichten. Gibt es eigentlich auch eine Erwartungshaltung von polnischer Seite, die an dich herangetragen wird, in der Form von, Herr Knau, könnten Sie nicht mal schreiben über? Oder könnten Sie das nicht vielleicht in diesem Lichte darstellen? Oder bewegst du dich in einer ganz freien Umgebung und kannst tun und lassen, was du willst? Naja, wenn man gar keine Kommentare dieser Art hören würde, dann wäre es ja langweilig. Dann wäre es ja geradezu merkwürdig, dass niemand irgendetwas auszusetzen hat. Also das würde ich mir ja gar nicht wünschen. Und so gab es halt manchmal in den letzten 20 Jahren, vor allem dann, wenn die jetzige Partei in Polen, die PiS, an der Regierung war, gab es halt gelegentlich Anrufe von besorgten älteren Damen, die sagten, sagen Sie mal, schreiben Sie da nicht sehr unfreundliche Dinge über unser Land und sollten Sie das nicht besser unterlassen? Und könnten Sie nicht dies und jenes zum Beispiel aufschreiben? Aber mein Gott, das ist halt eine andere Form des Leserbriefs, würde ich mal sagen. Und insofern neige ich nicht dazu, das nun allzu sehr in den Mittelpunkt zu stellen. Aber eine andere Frage ist natürlich, wie kommt man an Informationen und an Gesprächspartner heran? Und da kann es natürlich etwas schwieriger werden. Inwiefern kannst du das noch ein bisschen ausführen? Ja. Gibt es da Hemmungen, mit einem deutschen Auslandskorrespondenten zu reden, weil man Angst hat, es würden einem die Worte im Munde herumgedreht? Oder was sind da die Ursachen? Ich fange mal von oben an. Donald Tusk, der Danziger Politiker, der polnische Regierungschef, übrigens mit der längsten Regierungszeit bisher,
nämlich 7 Jahre. Und dann auch der europäische Ratspräsident und so weiter. Jetzt ist er Präsident, Vorsitzender der Europäischen Volkspartei. Also er ist gewissermaßen der Chef von Angela Merkel. Jedenfalls dieser Donald Tusk hat mal einer Parteifreundin folgenden Rat gegeben. Interviews für deutsche Medien zu geben, ist nicht sinnvoll für uns. Denn erstens, in Deutschland erreichen wir damit nicht viel. Wir erreichen kein großes Publikum. Damit spricht er an, dass sozusagen in Deutschland man doch auch sehr gerne mehr nach Westen schaut und mehr glaubt, im Westen zu Hause zu sein, als sagen wir mal in Mittel- und Osteuropa. Und andererseits sagte Tusk, wenn man dann aber ein Interview gibt, dann kommen ein oder zwei Sätze wie ein Bumerang zurück nach Polen und richten dort großen Schaden an. Irgendwelche Sätze, die aus dem Kontext gerissen werden, oder denken Sie an Władysław Bartoszewski, den Auschwitz-Häftling und Außenminister, der mir mal gesagt hat in einem Interview, und der wollte auch, dass das so geschrieben wird, dass er im Krieg unter deutscher Besatzung, naja, letztlich mehr Angst haben musste vor seinen polnischen Nachbarn, die ihn denunzieren konnten und die ihn kannten, als vor dem zufällig auf der Straße laufenden deutschen Soldaten. Das ist ihm auch sehr übel genommen worden. Also solche Bumerang-Effekte haben halt die polnischen Politiker im Auge. Und andere Politiker mögen irgendwelche anderen Abneigungen haben, weltanschaulicher Art vielleicht, und mögen meinen, also Deutschland ist nun wirklich aus polnischer Sicht also nicht nur ein mächtiger und reicher, sondern oft auch ein unbequemer Nachbar. Man reibt sich ständig an diesem Deutschland, man vergleicht sich ständig mit Deutschland, und deshalb sagen auch viele polnische Politiker unterschiedlicher Couleur, wir wollen bald den wirtschaftlichen Standard, den Lebensstandard Deutschlands erreicht haben. Also Deutschland ist ganz, ganz stark in Polen präsent, im Guten wie im weniger Guten. Und das kriegt man natürlich ein bisschen mit. Kurze Frage noch, ist es denn für Auslandskorrespondenten aus anderen Ländern, aus Großbritannien, aus den USA, leichter, diese O-Töne der Politiker zu kriegen als für dich? Ich habe in letzter Zeit nicht so viel Kontakt mit Kollegen aus anderen Ländern, muss ich gestehen. Und es gibt auch nicht so viele, wie es deutsche Korrespondenten in Warschau gibt. Aber mit Amerikanern geht man natürlich einerseits in Polen ja mit sehr großer Verbundenheit um, aber auch da ist nicht immer alles ganz im Reinen sozusagen. Mit den Briten, die Briten mag man auch natürlich, aber das jetzige polnische Regierungslager sieht ja auch sich und das Land ein bisschen in einem kulturellen Krieg, wie es hier heißt. Das Wort Krieg geht in Polen auch vielen leicht über die Lippen. Also gut, Kulturkampf können wir vielleicht auch sagen, wo im Grunde die Grenze durch viele Länder und durch viele Gesellschaften geht. Und viele Leute in Polen eben meinen, man stünde eben jetzt ständig in einer Art zivilisatorischem Konflikt. Und da ist egal, wo jemand herkommt. Gut, vielleicht erstmal so viel zu deinen gegenwärtigen Arbeitsbedingungen, die gut zu sein scheinen, aber auch nicht ganz einfach. Und Corona macht es wahrscheinlich auch nicht so super toll, als Auslandskorrespondent in Warschau zu arbeiten. Wahrscheinlich finden die meisten Termine jetzt auch über Zoom oder über andere Videotools statt, nicht wahr? Aber ja. Es gibt eine neue Form, den Dienstspaziergang an der frischen Luft. Das ist, ein schwacher Trost, aber besser als nichts. Wir haben aus deinen Ausführungen schon ein bisschen herausgehört, es hat sich was geändert, als die PiS an die Macht gekommen ist, die Regierung übernommen hat in Polen im Jahre 2015, atmosphärisch, aber tatsächlich auch strukturell. Und Agnieszka Wada hat uns mal so ein paar Sachen zusammengestellt und meine Chronologie der Ereignisse aufgestellt, wie die PiS in den letzten Jahren im Bereich Medienpolitik agiert hat. Agnieszka. Vielen Dank, so ist es. Wir haben gedacht, wir wollten Ihnen zeigen, wie schnell das ging und wie unterschiedlich die Schritte waren und gleichzeitig wie wichtig und wie viele Bereichen sie
sie dann angefasst haben. In der Tat ist das so, dass da wirklich große Veränderungen stattgefunden haben. Wie Sie schon sehen, schon im Dezember 2015, also kurz nach den Wahlen, die im Oktober stattgefunden haben, wurde das sogenannte kleine Mediengesetz verabschiedet. Und das galt bis Ende Juni 2016. Und dann schon genau Ende Juni wurde wieder ein Mediengesetz verabschiedet und ein Rat der nationalen Medien ins Leben gerufen. Das ist wichtig, weil der Rat neue Kompetenzen bekommen hat, vor allem Aufsichtsräte und Vorstände im Fernseher und in dem polnischen Radio, in der polnischen Presseagentur zu berufen. Also schon ein wichtiges Gremium. Inzwischen an der Spitze des TVP, wie Sie sehen, stand seit Januar 2016 Jacek Kurski. Schon wieder kann man sich fragen, ja, einfach eine Person. Aber nein, das ist keine so einfache Person. Der Name war damals schon bekannt. Er war früher schon Staatssekretär im Kulturministerium unter der PiS-Regierung, ein Sejm-Abgeordneter der PiS, ein Europaabgeordneter der PiS. Und was Sie vielleicht auch sich erinnern können, während einer Wahlkampagne vom 2005, das war derjenige, der Donald Tusk vorgeworfen hatte, dass Tusks Großvater in der Wehrmacht gewesen war. Also da die Persönlichkeit war schon bekannt und wie gesagt, seit Januar 2016 steht er an der Spitze von dem polnischen Fernseher. Seit 2017 wiederum bekommen die öffentlichen Medien in Polen eine zusätzliche finanzielle Hilfe, also schon wieder ein anderer Bereich, aber sehr wichtig, der beeinflusst wird, nämlich das ist jedes Jahr so verabschiedet, dass das TVP und polnische Radio extra Mittel von dem Haushalt bekommen. Und das spielt schon eine ziemlich große Rolle, wenn das mehr als 1 Milliarde Zlotys ins Budget reinfließt. Dann kamen noch verschiedene Veränderungen. Wir wollten noch zwei Ereignisse betonen, die auch Ihnen gleich gut zeigen können, wie die Situation in den polnischen Medien ist. Nämlich im Mai 2020, also vor einigen Monaten, gab es eine, sagen wir, fast Affäre in dem dritten Kanal Programms des polnischen Radios. Da waren die Journalisten noch geblieben, die alten Journalisten, die schon seit Jahren da gearbeitet haben. Aber am 15. Mai, die zensierte die Leitung dieses Radios, die Ausgabe der berühmten Musiksendung Lista Przebojów. Das war eigentlich eine sehr wichtige Sendung, die seit 1982 jede Woche da ausgestrahlt wurde. Und warum gab es diese Zensur? Nämlich der Grund war, dass ein Lied gespielt werden sollte, in dem der PiS-Vorsitzende, also der Jarosław Kaczyński, dafür kritisiert wurde, dass er den Friedhof besucht hatte, während für den Rest der Bevölkerung damals in der Corona-Zeit die Friedhöfe einfach geschlossen waren. Und aus Protest damals verließen sehr viele Journalisten das dritte Programm. Und das war so auch eine Zäsur, ein Zeichen, wie die Regierenden sich in die Freiheit der Medien einmischen können. Also da sehen Sie einfach, was alles so, welche unterschiedliche Ereignisse passiert sind. Und wie schon am Anfang erwähnt, im Dezember 2020 wurde bekannt gegeben, dass Orlen Polska Presse übernimmt. Dazu kommen wir noch. Und was das auch heißt für die Presse- und Medienfreiheit in Polen, kommen wir auch noch. Aber das ist auch ein wichtiger Schritt Richtung, die Frage einfach mit sich bringt, ja, welche Zukunft haben die freien
Medien in Polen. Und gerade jetzt im März, wenn wir im März 2021 sind, hat gerade jetzt das EU-Parlament die Medienfreiheit in Polen, auch in Ungarn, in Gefahr gesehen. Also viele Ereignisse und wir kommen noch zu vielen während der nächsten Stunde. Ja, vielen Dank, Agnieszka, für diese eindrucksvolle Auflistung verschiedener Schritte im Bereich Medienpolitik. Gerhard, wie ist das denn? Schaust du jeden Abend die Hauptnachrichtensendung von TVP? Wenn ich kann, dann schaue ich gerne beide Sendungen, nämlich Sie müssen sich das so vorstellen, meine Damen und Herren, stellen Sie sich vor, Sie schalten um 19 Uhr heute ein und kriegen eine Welt vorgestellt und dann schalten Sie um 20 Uhr die Tagesschau ein und finden dort eine völlig andere Welt vorgestellt und Sie fragen sich, wo bin ich eigentlich? In welcher Wirklichkeit lebe ich eigentlich? Das ist der Zustand in Polen. Man schaut um 19 Uhr die Nachrichten des größten oder wichtigsten Privatsenders TVN ein, der in ein privater Sender ist, der jetzt in amerikanischem Besitz ist und dann um 19.30 Uhr die Hauptnachrichtensendung eben des polnischen TVP, also öffentlich-rechtliches Fernsehen. Ich würde es immer noch so nennen, durch seine Konstruktion, durch seine öffentliche Finanzierung, auch wenn es nicht so funktioniert, wie es sollte. Aber Diskussionen über das öffentlich-rechtliche Fernsehen gibt es ja gerade in Deutschland wieder auch, immer wieder mal. In Polen ist das eben auch der Fall, wahrscheinlich noch schärfer. Aber es gibt doch eine gewisse Veränderung in der Qualität oder in der Mache von TVP, des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, das einige auch Staatsfernsehen nennen mittlerweile, seit 2015. Es war zuvor zwar auch schon ein eher regierungsnahes Programm, das nicht allzu kritisch mit den jeweiligen Regierungen umging. Und es gab immer wieder einen Austausch auch von Medienschaffenden dort im Sender, wenn die Regierung gewechselt ist. Aber was ab 2015 geschehen ist, ist doch ohne Vorbild in der jüngeren polnischen Geschichte nach 1989. Wie siehst du das? Ist das nicht manche sagen, es ist eine Unterhöhlung der Funktion des öffentlich-rechtlichen Mediums, das nicht mehr ausgewogen berichtet, sondern ja, das Wort wird häufig genannt, das Propaganda betreibt, Staatspropaganda. Wie siehst du das? Das ist leider großenteils richtig. Also wenn wir einige Bereiche dort ausklammern, aber das ist durchaus richtig. Das ist, wie erwähnt wurde, Herr Kurski an der Spitze des Fernsehens, aber er ist natürlich auch nur eine Person in entscheidender Funktion. Jedenfalls, was herauskommt, der Output dieses Fernsehens ist der, dass, ich nenne mal ein paar Beispiele, es war der Abend, als die Demokraten in Amerika entschlossen, vor wie vielen Jahren war das jetzt sozusagen, das erste Impeachment-Verfahren gegen Trump zu eröffnen. Eigentlich weltweit die Nachricht des Tages. Ich schalte die Nachrichten des polnischen TVP ein und es kommt nicht als erste, nicht als zweite, nicht als dritte, nicht als vierte, nicht als fünfte Nachricht. Ich glaube, es kam in dieser Sendung überhaupt nicht. Und später ist mir dann mehrfach aufgefallen, also wenn Trump Probleme hatte, dann kehrt dieses Fernsehen einfach unter den Tisch, weil Trump ein Verbündeter sozusagen der polnischen Regierungspartei PiS ist. Dagegen, wenn natürlich dieses Fernsehen über die polnische Liberale oder auch andere Oppositionsparteien berichtet, dann ist das im Ton einer, ja, man kann sagen, einer Kampfführung, sozusagen elektronischen Kampfführung gegen sozusagen die Feinde Polens im Grunde, die runtergemacht werden müssen. Und man kann, wie du richtig sagtest, Peter, natürlich darauf verweisen, dass das auch unter anderen Regierungen nicht ganz lupenrein war. Aber, jetzt muss man gucken, man muss die Frage stellen, sozusagen, können diese regierungsnahen Medien in Polen, und da schließe ich jetzt auch die Printmedien mit ein, sozusagen, machen die eigentlich das, was Medien machen sollten, nämlich egal, unabhängig von der Parteifarbe auf Missstände hinweisen, Skandale aufdecken? Und
Diese Frage wurde gerade kürzlich einem polnischen Staatssekretär gestellt und er wurde gefragt, welche Skandale im Regierungslager hat denn die regierungsnahe jetzige Presse aufgedeckt? Er stand da und wusste nicht mehr, was er sagen sollte, denn es ist ganz einfach eben keine. Die Gazeta Wyborcza, also von liberalen Seite, ja, war das führende Medium, das einen großen, sozusagen den Reprivatisierungsskandal in Warschau, wo es um die Reprivatisierung von herrenlosen Häusern und Grundstücken nach dem Kriege ging, das ist eine Sache, die bis jetzt sich hinzieht, wo Grundstücke lukrativ sozusagen rückgefordert und verscherbelt wurden. Die liberale Presse hat aufgedeckt, was im liberal regierten Rathaus und in Warschau schiefgelaufen ist. Ja? So etwas gibt es, ich habe noch mal geguckt, hier, als ich mich vorbereitet habe auf die Sendung. Ich finde keine Beispiele sozusagen von der anderen Seite, die auch zeigen würden, dass die Medien, die regierungsnahen Medien, ihre Aufgabe des Wächteramts der Medien ernst nehmen. Das ist ein wichtiger Unterschied. Vielen Dank. Bastian Senthardt, wie siehst du das? Du warst auch lange in Warschau, hast TVP sicherlich auch geschaut, bist aber auch mit dem deutschen Medien, mit der deutschen Medienlandschaft vertraut und mit den öffentlich-rechtlichen Sendern in Deutschland. Vielleicht kannst du uns noch mal so ein bisschen die Unterschiede zwischen den beiden Systemen aufzeigen. Naja, also ich würde tatsächlich Gerhard Gnauk da in seiner Beobachtung recht geben. Was mich jetzt vor allem dabei nochmal interessieren würde, also klar, wir gucken natürlich mit der deutschen Brille auf solche Entwicklungen natürlich ganz besorgt. Die öffentlich-rechtlichen Medien haben in Deutschland einen ganz besonderen Auftrag. Inwieweit sie dem gerecht werden, sei dahingestellt. Aber ich denke, wir haben natürlich ganz klar eine andere Konstellation, als wir sie in Polen haben. Was mich vielleicht in dem Zusammenhang mit TVP nochmal interessieren würde, und vielleicht könnte man dann nochmal ein bisschen breiter denken und darüber sprechen, was es dann überhaupt für das polnische Fernsehen an sich bedeutet. Denn man ist in Deutschland auch schnell damit dabei, in Polen die Medienfreiheit in Frage zu sehen. Aber du hast ja, Gerhard, am Anfang schon darauf hingewiesen, also es gibt immer noch zwei Welten, trotz der Feststellung, dass TVP jetzt vielleicht zum Propagandainstrument der Regierung geworden ist. Also man hat immer noch problemlos den Zugang zu der zweiten Welt. Und wir sehen ja auch das in verschiedenen Studien, dass es auch von den Mediennutzern tatsächlich diese Sicht auf diese Nutzung von zwei polarisierenden Medienhälften gibt. Einmal eher regierungskritisch bis sehr regierungskritisch und einmal sehr regierungsfreundlich. Wobei auch dabei da interessant ist, dass tatsächlich die Unterstützer der aktuellen PiS-Regierung eher den breiteren Medienkonsum pflegen und jetzt nicht nur TVP und die entsprechenden Zeitungen sich angucken. Also das würde mich nochmal interessieren, inwieweit denn eigentlich, was das für die Medienfreiheit in Polen bedeutet und gerade auch vor dem Hintergrund der Argumentation der PiS, die ja doch sagt, naja, letztendlich war TVP immer nahe an der Regierung dran. Und das ist jetzt eben wieder so, nur sind wir jetzt eben an der Regierung. Und letztendlich, was aber aus Sicht der PiS ja passiert ist, dass aus ihrer Sicht die Medienpluralität eigentlich jetzt erst wiederhergestellt wird. Denn sie sahen sich ja offensichtlich auch gerade in einem Sender wie TVP und auch in den privaten Sendern zu Zeiten der Regierung der Bürgerplattform anscheinend nicht adäquat repräsentiert. Wie siehst du das? Sie sahen sich in der Tat nicht adäquat repräsentiert. Vielleicht nur zur Erinnerung, die Bürgerplattform, also die, wie soll man sagen, liberale oder auch Mitte-Rechts oder überhaupt Mitte-Partei, also die Partei, die Schwesterpartei von CDU-CSU in Polen mit Donald Tusk unter anderem, hat ganze zwei Perioden, 8 Jahre regiert, von 2007 bis 2015. So. Und in dieser Zeit haben interessanterweise hat das sozusagen das rechte Lager, das jetzt an der Regierung ist, hat gesagt, also jetzt sind wir ja völlig abgeschnitten von allen Quellen der Macht.
Und hat angefangen, neue Medien zu gründen, Wochenmagazine. Ja, dann gibt es ja schon seit eh und je gibt es sozusagen das ultrakonservative katholische Fernsehen Televisia Prvam, also das Fernsehen mit dem schönen Namen Prvam, das heißt, ich harre aus. Das machen also katholische Priester in der Stadt Thorn. Die haben ein kleines Medienimperium. Die hatten da auch immer eine Wochenzeitung. Also vor 20 Jahren, als ich nach Polen kam, da gab es nur eine dieser richtig sozusagen rechten Wochenzeitungen, nämlich diesen Nasz Dziennik. Inzwischen gibt es eine große Fülle davon. In anderen Worten sozusagen, das große rechte Lager hat sich publizistisch in dieser Zeit sehr stark aufgestellt und hat auch außer Trwam inzwischen noch ein zweites Fernsehen. Und also sie sind auch privat sozusagen unterwegs. Und jetzt haben sie auch noch das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Ja, ich komme ein bisschen ab von der Frage vielleicht, aber ich führe vielleicht noch ein Stück weiter. Man müsste ja fragen, was passiert denn, wenn eines Tages wieder die Regierung wechselt? Ja, dann müsste ja, wenn die jetzige Regierungspartei dermaßen sozusagen die öffentlich-rechtlichen Medien also so durchtränkt hat mit ihrem Personal und auch mit ihren Inhalten, dann müsste man ja befürchten oder hoffen, je nachdem, dass bei einem neuen Regierungswechsel dann wieder großer Hausputz ist und so wie es jetzt vor 5 Jahren war, eben wirklich mindestens 100 Journalisten dann gehen oder gegangen werden. Also es ist alles eine sehr unerfreuliche Polarisierung in der Gesellschaft, nicht nur in den Medien natürlich, auch in der Gesellschaft insgesamt. Da bin ich vielleicht jetzt etwas von der Frage abgekommen, aber tut mir leid. Macht nichts, aber es passt sehr gut zu einer Frage, die ich jetzt gerne stellen würde. Etwas, was auch aus dem Publikum gefragt wurde, was nämlich diese Polarisierung der Medienlandschaft eigentlich für die Gesellschaft bedeutet. Wir haben im Bereich der Polarisierung auf der einen Seite TVP und auf der anderen Seite TVN. Zwei diametral unterschiedliche Weltbilder, zwei unterschiedliche Bilder von Polen, die hier vermittelt werden und die tatsächlich ja, kaum etwas miteinander zu tun haben, scheinen. Wir haben dasselbe im Printmedienbereich, wo die Medienlandschaft sehr differenziert ist in unterschiedliche Lager und die kaum miteinander etwas zu tun haben. Was für eine Auswirkung könnte das auf die Gesellschaft haben? Frage an dich oder auch an die anderen. Gerhard. Mir fallen zwei Dinge ein. Also erstens natürlich, dass Blasen entstehen, wie man das heute nennt. Also und die Blasen in Polen sind dann tatsächlich sehr, sehr groß. Also sozusagen halb Polen ist in der einen Blase, das andere halbe Polen ist in der anderen Blase. Es sei denn, man rechnet sozusagen die unpolitischen Menschen heraus, die dann sozusagen eine dritte Blase oder das Plankton rund um die Blasen herum sozusagen bilden. Das ist das eine. Das zweite, was mir einfällt, ist, die Auseinandersetzung der Medien, das ist gerade ein Prozess auch der letzten Monate und sogar Wochen, verlagert sich teilweise in die Gerichte. Es werden jetzt immer mehr Prozesse angestrengt. Inzwischen ist sogar sozusagen der Verlag Renier Axel Springer, sozusagen, der in Polen tätig ist, sozusagen quasi in Konfrontation, direkter Konfrontation mit der Regierung und mit regierungsnahen Journalisten. Also das nimmt schon bedrohliche Zustände an. Gut, auf diese Gerichtssachen kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber Agnieszka wollte noch. Ja, ich wollte vielleicht bei dem Punkt, wir wollten über die Fakten ein bisschen noch später berichten, aber vielleicht, das ist gerade jetzt gut, wieder ein paar Fakten zu nennen, wie die Medienlandschaft aussieht und wie sich die Zuschauerquoten darstellen, weil das hat schon Gerhard ein bisschen uns gesagt, aber das kann man vielleicht noch anhand von Zahlen darstellen, wie zersplittert ist die polnische Gesellschaft. Hier sehen wir einfach, welche Informationssendungen geschaut werden, von welchen Programmen. Also hier sehen wir Fakte TVN und Wiadomości, Teleexpress, TVP, wie viele Zuschauer sie haben. Polsat hat auch eine
Infosendung und mit Wydarzenia ist auch nicht unbeliebt, aber hier sehen wir einfach, dass es nicht so, dass nur TVP angeschaut wird, sondern auch, dass die Infokanäle von den anderen auch beliebt sind. Also wie gerade Gerhard gesagt hat, hier nur mit Zahlen, wie polarisiert ist die Gesellschaft, ja, wie die Hälfte schaut sich Wiadomości an, die andere Fakte. Und da erfährt man in der Tat total andere Sachen. Was ich aus meiner ein bisschen medienwissenschaftlichen / deutsch-polnischer Perspektive immer einfach direkt sehe, wenn man sich die Fakten anschaut und sich überlegt, ja, was finde ich da? Oder generell die polnischen Nachrichten, da ist ziemlich wenig über internationalen Ereignisse berichtet. Also das ist generell in Polen viel weniger als in Deutschland. Und natürlich, das zeigt sich dann auch in den polnischen Kenntnissen, was sie über Europa, Welt und internationale Angelegenheiten wissen. Da berichten die Medien einfach viel mehr über die polnische Innenpolitik als in Deutschland. Und ich denke, das sollen wir auch betonen, wenn wir gerade über deutsch-polnische Unterschiede sprechen. Aber da, Gerhard, du hast schon das ein bisschen angedeutet, die Tageszeitungen und Wochenzeitungen, dass so viele in den Peace-Händen gibt. Ja, das stimmt, aber wiederum, wenn man sich so überlegt, wo sind die Tages- und Wochenzeitungen, die peace-nah sind, da sieht man, die sind nicht gerade in den ersten drei, die am meisten gelesen werden. Und ich denke, das soll man doch betonen. In der Tat, du hast recht, es gibt sehr viele Journalisten, die jetzt unterwegs sind und da arbeiten und für die Medien schreiben. Die Titel sind jetzt bekannt, ja, von Vater Rydzyk, von anderen rechten Journalisten. Aber wenn es um die Leserzahlen und verkauften Tageszeitungenzahlen geht, dann die stehen nicht ganz oben. Also das ist nicht so, dass so viele Polen diese rechten oder rechtnahen Zeitungen und Wochenzeitungen lesen. Hier sehen wir Tageszeitungen, da sind jetzt die Zeitschriften und Wochenzeitungen. Gość Niedzielny hat sogar jetzt sehr viele Leser verloren, weil die Wochenzeitung vor allem in den Kirchen verkauft wird und wie wir wissen, in der Corona-Zeit sind die Zahlen dann in den Kirchen nicht so zahlreich. Aber einfach nicht, dass wir denken, oh Gott, die Mehrheit der Polen kauft sich diese Zeitungen. Der letzte Satz, ja, aber die Journalisten werden dann ins TVP eingeladen und sie werden von der Regierung oft zitiert und sie haben Zugang zu der Regierung. Und das ist der Unterschied, ja, dass vielleicht sind die Leserzahlen nicht so hoch, aber die Einflüsse von diesen Medien sind sehr breit. Und das ist gerade bei der Medienlandschaft in Polen sehr wichtig. Ja, vielen Dank. Jetzt sind wir schon im Bereich der Printmedien angelangt und das ist genau die Brücke, die wir brauchen, um jetzt uns ein wenig mit der Übernahme von Polska Press durch den Mineralölkonzern Orlen zu beschäftigen. Etwas, was seit einigen Wochen für Schlagzeilen sorgt in Polen, aber ein Prozess, der sich ja schon seit einigen Jahren angekündigt hatte im Bereich der Repolonisierung der polnischen Medienlandschaft, wie es von der Regierung seit vielen Jahren bereits angekündigt worden war. Und Passauer Neue Presse ist auch ein Pressekonzern, der seit Jahren immer wieder für Kritik in Polen sorgt. Das heißt, dass er hier dass mit dem deutschen Kapital auch deutsche Meinungen und deutsche Einflussnahme in Polen mit einhergehen. Wie verhält sich das denn so, Agnieszka? Kannst du uns dazu noch ein paar Informationen geben? Und anschließend könnte uns Gerhard vielleicht seine Sicht aus deine Innensicht, deine journalistische Innensicht aus Polen präsentieren. Ja, gerne. Vielleicht wirklich ein paar Punkte, warum das ist so gefährlich, dass Orlen Polska Press übernimmt. Ja, vor allem, da sind wirklich viele Regionalzeitungen, also 20 Regionalzeitungen und 120 lokalen Wochenzeitungen und sehr, sehr viele Internetportale, die übernommen werden. Und das ist natürlich schon gefährlich, wenn ein Staatskonzern dann die Macht hier hat. Aber das ist auch so, dass
nicht nur die Zeitungen und Wochenzeitungen übernommen werden, sondern das ist so ein, das ganze System. Also es geht um Verlage, Druckereien, Vertriebskanäle. Online hat schon Ruch, also dort, wo die ganze Kioskkette und jetzt kommen noch andere, wie gesagt, Druckereien oder Verlage. Also das heißt, die ganze Medienlandschaft wird einfach beeinflusst von allen, nicht nur diese Zeitungen, weil natürlich, wenn man die Druckereien übernimmt, das heißt, man hat Einfluss auch auf die anderen Titel und kann einfach mit der Konkurrenz so kämpfen. Also kein Wettbewerb mehr. Wahrscheinlich. Wie das sich entwickelt, das wissen wir nicht. Also da ist wirklich vielleicht das gefährdet. Die Frage ist natürlich, ja, ob die Leser bei diesen regionalen Zeitungen noch bleiben oder ob sie sagen, nein, die Zeitungen lese ich dann nicht mehr. Und die Frage ist auch, gut, was wird da berichtet? Und viele sagen, gut, in den regionalen Zeitungen wird vor allem über die Region berichtet. Das ist kein investigatives Journalismus. Also das ist dann nicht gefährdet. Also einige Experten sagen, okay, so gefährlich ist das nicht, aber man muss das beobachten. Gerhard, ist es für dich gefährlich? Und Anschlussfrage, liest du denn gelegentlich die Medienerzeugnisse von Polska Press? Ja, die lese ich gelegentlich. Sie haben ja auch eine überregionale Tageszeitung, also Polska Times. Und es ist immer gut, sozusagen sich auf mehr als 2, 3 Hauptkanäle sozusagen mehr als 2 oder 3 Kanäle zu nutzen. Und ich würde sagen, also vielleicht noch eines vorneweg, diese Regierung hat ja seit 6 Jahren ganz klar gesagt, sozusagen der ausländische Einfluss gerade im Mediensektor ist uns zu hoch, der gefällt uns nicht und wir müssen daran. Sie haben 5, 6 Jahre überlegt und wussten nicht wie, denn enteignen geht ja in so einem Rechtsstaat nicht so ohne weiteres, ja. Es blieb also einfach kaufen. Und das hat jetzt sozusagen der staatsnahe, der regierungsnahe Ölkonzern Orlen, eine der größten polnischen Firmen, hat das getan, geleitet von einem, ja, man kann sagen, einem Wunderkind aus dem rechten Lager in Polen, der PiS, also der Chef dieses Konzerns, über den wir sicher noch viel hören werden, Gutes und weniger Gutes, aber das gehört nicht hierher. Jetzt die erste Ansage, die dieser Chef gemacht hat, als er die 20 Regionalzeitungen und die ganzen so und so viel 100 Internetseiten und alles gekauft hatte, war, jetzt haben wir endlich Zugang zu 17 Millionen Kunden und ihren Daten. Das klang also nicht sehr journalistisch, muss ich sagen. Das klang wie sozusagen wie irgendein Merger and Acquisition Manager sozusagen, also einer, der ein Konzernchef, der sich weitere Konzerne unter den Nagel reißt, einfach um noch mehr Kundendaten zu kriegen. Schon das war ein Warnzeichen. Das zweite, Agnieszka, natürlich kann man auch in Regionalzeitungen guten investigativen Journalismus machen. Und also gerade in der Wendezeit, kann ich mich erinnern, in Polen und anderswo hat es das natürlich gegeben. Andererseits, das haben auch die Zahlen gezeigt, die wir in den Tabellen gesehen haben, fast überall starke Auflagenrückgänge. Die Printmedien sind ja generell weltweit unter Druck und ein bisschen im Rückzug gegenüber anderen Medien, das muss man auch sehen. Aber so oder so ist es schade, dass Orlen hier sozusagen so viele Medien als, ich nenne es mal polemisch, als Kanonenfutter sozusagen jetzt sich gekauft hat für seine Konzernstrategie. Das ist das eine. Ihre journalistischen Auftrag werden diese Zeitungen sicher nicht besser erfüllen. Das ist das Zweite. Und der dritte Punkt, und der gibt fast ein bisschen wieder Hoffnung, könnte man sagen. Die Regierung ist zwar rangekommen an Orlen, weil auch der deutsche Verlag, Passauer Verlagsgruppe, Verlagsgruppe Passau, eben seine Zeitungen in Polen, die vielleicht nicht so gut liefen, wie man hoffte, loswerden wollte. Dasselbe hat er vorher in Tschechien auch getan. Aber
Die Regierung kommt nicht ran an die journalistischen, publizistischen Flaggschiffe, die richtig regierungskritisch sind, nämlich weder an die TVN-Sendergruppe, die ja in amerikanischem Besitz ist, und da passt schon die amerikanische Botschaft auch auf, und noch an die anderen, die ja polnische alte Gewächse sind, nämlich die Gazeta Wyborcza zum Beispiel, ja, oder auch die Zeitung Rzeczpospolita, über die wir vielleicht beide nachher noch sprechen werden. Also sozusagen die schärfsten oder auch die qualifiziertesten Kritiker der jetzigen Regierung sind im Moment weiterhin unangetastet. Aber wie die Wyborcza gerade gesagt hat, sie hat seit der Regierungsübernahme vor 6 Jahren hat sie 60 Klagen bekommen zu verschiedenen Texten aus dem Regierungslager. Und wenn man es eben nicht auf dem Eigentumsweg kriegt, dann kann man sie vielleicht juristisch unter Druck setzen. Und das wird man weiter beobachten müssen. Dein Mikro, Peter. Okay, Bastia, was meinst denn du? Jetzt sind also die Medienerzeugnisse von Polska Press in die Hände des Staatsunternehmens Orlen geraten und Polen verliert Platz um Platz im Ranking der Pressefreiheit. Ist denn die Meinungsfreiheit in Polen tatsächlich gefährdet durch die jüngsten Schritte oder haben wir es mit einem breiten Meinungsspektrum zu tun? Na, ich denke also, was für das TV gilt, gilt, denke ich, auch für die Printmedien. Also klar, solche Vorgänge sind natürlich teils vielleicht besorgniserregend. Aber ich denke, wenn wir jetzt davon sprechen, welchen Zugang haben Bürgerinnen und Bürger zu Informationen, welchen Zugang haben sie zu Medien, dann denke ich, kann man klar sagen, dass in Polen die Medienfreiheit keineswegs in Gefahr ist. Wir sind auch weit davon entfernt. Was natürlich nicht bedeutet, dass es ganz viele verschiedene Probleme gibt. Also wir haben ja ist auch schon angerissen, die Frage, wo werden die Anzeigen geschaltet? Also die Zeitungen verdienen ja ihr Geld ja über die Werbekunden und nicht so sehr über die eigentlichen Zeitungsverkäufe. Und da geraten natürlich viele Zeitungen unter Druck, wobei man natürlich immer auch, glaube ich, noch sagen muss, Printmedien geraten auch in anderen Ländern unter finanziellen Druck und jetzt nicht deswegen, weil sie von ihrer Regierung nicht gemocht werden, unter Druck gesetzt werden, sondern weil sie beispielsweise das Online-Geschäft oder den Einstieg darin verschlafen haben oder sich einfach die Medienwelt insgesamt wandelt. Das heißt, das ist, glaube ich, auch gerade in dieser polnischen Debatte, deren Polarisierung sich ja häufig auch darin ausdrückt, dass es oftmals kaum noch möglich ist, sich außerhalb der politischen Lager und der Grabenkämpfe tatsächlich zu dem Thema zu äußern. Es ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig, das zu betonen. Vielleicht könnten wir jetzt so ein bisschen, weil wir jetzt schon eigentlich fast alle Zeitungstitel einmal erwähnt haben, vielleicht könnten wir ein bisschen so einen kurzen Parfumsritt vielleicht mal durch die polnische Medienlandschaft machen. Also es gibt ja schon so diese klare Tendenz, man spricht nicht mit allen. Also die Regierungsvertreter würde man es wahrscheinlich nicht in der Gazeta Wyborcza in einem Exklusivinterview finden. Agnieszka hat ja auch schon darauf hingewiesen mit den Medienverkäufen, dass die regierungsnahe konservative oder rechte Presse in Polen eigentlich vielleicht gar nicht so auflagenstark ist, aber ja trotzdem sehr guten Zugang eigentlich zu politischen Entscheidungsträgern momentan hat. Das wäre für mich so eine interessante Frage, wie man denn eigentlich, also wie man in diesem Zusammenhang dann noch über Medienfreiheit und auch die Rolle, Gerhard, von Medien als diese Wächterfunktion, die du am Anfang erwähnt hast, da noch wahrnehmen kann. Also wenn man gar nicht die Information an die Entscheidungsträger rankommt. Das vielleicht. Und dann vielleicht könnten wir ja auch nochmal darauf kommen, wie denn so zwei Tageszeitungen, die recht bekannt sind, also Gazeta Wyborcza und die Rzeczpospolita, sich dann im Laufe der vergangenen Jahre dann entwickelt haben. Also ich erinnere mich, als ich vor über 10 Jahren nach Polen gekommen bin, da galt die Gazeta Wyborcza als linksliberales Blatt
Die Rzeczpospolita galt als sehr konservativ und sehr regierungskritisch. Das hat sich ja, würde ich sagen, doch unter der PiS-Regierung noch mal ein bisschen verschoben, also was diese Einschätzung angeht. Also ich würde, mein Eindruck ist, bin ich wahrscheinlich nicht alleine, dass die Gazeta Wyborcza, glaube ich, noch mal ein Stück mehr politisiert hat, einfach auch in ihrer Berichterstattung. Und dass gleichzeitig die Rzeczpospolita ja auch gegenüber der jetzigen Regierung durchaus immer mehr kritische Töne anschlägt. Wie siehst du? Gerhard. Ball ist bei mir? Jawohl, gut. Zunächst einmal, ja, wir haben uns jetzt ein bisschen hier eingeschossen auf die Wächterfunktion der Presse natürlich und der Medien, das ist ja auch richtig, aber ich wollte nur erinnern, Medien haben natürlich vielleicht gerade in Polen auch noch andere Funktionen, nämlich die große Tradition der polnischen Reportage. Ich meine, die polnische Schule des Journalismus und der Reportage ist ja ein weltweit auch bekannter Begriff und verbunden mit großen Namen wie Hanna Krall und Richard Kapuściński. Das sind ja Figuren von Weltgeltung und die sind auch aus den polnischen Medien herausgekommen. Und Hanna Krall schreibt übrigens immer noch neuerdings zum Beispiel in der Zeit, in der Wochenmagazin Tygodnik Powszechny. Also Medien haben natürlich verschiedene Seiten, nicht nur die des Wächters. Aber wenn die Frage jetzt war, sozusagen mal durchzugehen, ja, war das die Frage, was für Zeitungen, Hauptzeitungen wir da haben. Also natürlich Gazeta Wyborcza, klar, eine Gründung von 89, der Titel heißt ja Wahlzeitung. Und ich denke manchmal sozusagen, jetzt kommt sie, ob sie will oder nicht, sozusagen wieder zurück zu ihren Anfängen, eine Art Kampfzeitung zu sein. Damals musste sich die demokratische Opposition gegen die Reste der Diktatur aufstellen und in den ersten Wahlkampf ziehen. Da wurde diese Zeitung gegründet. Und jetzt, ich will ja hier nicht zum Schwarzseher werden, aber es gibt wieder einen fundamentalen Kampf eigentlich um die Grundlagen des polnischen Staates. Und die Wyborcza ist sozusagen jetzt ganz stark wieder auf der Seite des engagierten Journalismus, also des Positionsjournalismus, was nicht immer ideal ist, nicht immer einer Zeitung gut tut. Und wir haben ja vorhin gesehen, die Zahlen, ich weiß jetzt nicht, woran es liegt, aber den stärksten Auflagerückgang in letzter Zeit, Verkauf der Auflage, 30% hatte die Wyborcza. Das ist schon bedrohlich. Und trotzdem machen die nach wie vor eine sehr interessante Zeitung, die in den letzten 30 Jahren, vielleicht nicht in den letzten 5 Jahren, aber in den Jahrzehnten davor wirklich auch gesellschaftlich prägend war. Also wirklich, man könnte sagen, vielleicht sie hat ein bisschen den European Way of Life nach Polen importiert. Und jetzt ist natürlich der European Way of Life in Polen auch ein bisschen umstritten. Aber das ist ein anderes Thema. Die Rzeczpospolita, eben sozusagen die seriösere Tageszeitung, wenn man so will, also die alte Tante unter den polnischen Tageszeitungen, ist in letzter Zeit deutlich regierungskritischer geworden, aus einer sozusagen etwas rückhaltenden, sagen wir mal liberal-konservativen Sicht, und ist analytisch, rutscht also nicht so sehr in den politischen Kampf hinein, aber als kritischer Beobachter, also ist sie ganz hervorragend und auch zur Überraschung vieler, auch meiner Person, ein junger, sozusagen etwas auf den ersten Blick merkwürdig wirkender Unternehmer hat diese Zeitung gekauft vor ein paar Jahren und er hat nicht das gemacht, was jetzt wahrscheinlich der große Ölkonzern mit seinen Zeitungen machen wird, sondern er hat die Journalisten machen lassen, er hat sie eine gute Zeitung machen lassen und Rzeczpospolita, also die Republik auf Deutsch, nach wie vor, also und vielleicht sogar noch mehr als vorher, also eine 1A-Tageszeitung. Drittens, ich würde unbedingt erwähnen, auch Dziennik Gazeta Prawna, wo ich auch gerne hineinschaue, wo man auch auf die Internetseite Dziennik.pl, ich erinnere nur, das ist mal jetzt eine Gründung von außen, nämlich vom Axel Springer aus Deutschland. Die haben ja in Polen interessanterweise mehr selber gegründet als übernommen sozusagen. Und diese Tageszeitung, das hieß damals sozusagen, das wird die Welt in Polen,
Springer hat sich dann als Mehrheitseigner zurückgezogen, aber auch hier nach wie vor eine interessante und lesenswerte und eigenständige Zeitung. Also Polen kann wirklich, ist schon mit vielen klugen Köpfen im Journalismus gesegnet, glücklicherweise. Und auch deswegen hat es die Regierung nicht so ganz einfach. Kurze Frage noch, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wie verhält es sich mit Fakt, mit der Boulevardzeitung, die so ein bisschen Bild nachgemacht worden ist und auch Springer gehört? Welchen Bedeutung hat sie auf dem polnischen Medienmarkt und liest du sie auch? Seltener als früher, muss ich zugeben. Ich bin auch nicht der ideale Kunde für Boulevardzeitungen. Das ist halt so, auch wenn sie jetzt dieser Tage zum Beispiel in große Kämpfe geraten wegen der Corona-Berichterstattung. Also sie werden vielleicht von den anderen, von den Qualitätszeitungen nicht ganz für voll genommen. Das ist halt so. Und so richtig, ich würde sagen, sie sind weniger wichtig. Sie waren eigentlich immer weniger wichtig als die Bild-Zeitung in Deutschland. So viel dazu. Okay. Also wir haben eine Medienlandschaft, eine Presselandschaft in Polen, die geprägt ist von rückläufigen Auflagen, allerdings auch steigenden digitalen Abos. Bei der Wyborcza haben wir zum Beispiel die Tatsache, dass diese Print-Ausgabe immer weniger verkauft wird, gleichzeitig aber dieses digitale Abo immer höhere Zahlen erreicht und die Zeitung gehört zu den auflagenstärksten Zeitungen, ich glaube europaweit, die quasi auf diese Art und Weise digital ihre Informationen verbreiten. Und das ist in den Statistischen immer ziemlich schwierig darzustellen, weil es unterschiedliche Zählweisen sind. Aber das muss man ein bisschen berücksichtigen. Aber vielleicht, wenn ich hier unterbrechen darf, das ist genau der Punkt, der ein bisschen für mich den deutschen und den polnischen Markt unterscheidet. Nämlich in Polen sind die nicht nur so Internetportale oder Online-Ausgaben von Zeitungen wichtig, aber auch Internetradio hat sich sehr gut etabliert. Und wenn wir schon bei der Medienfreiheit sind, oder als ich jetzt gerade erzählt habe, viele Journalisten haben das polnische Radio verlassen oder wurden entlassen, sie haben auch neue Internetradios gegründet und sind super erfolgreich. Das muss man schon betonen, dass viele Zuschauer und Zuhörer vor allem wirklich gewechselt haben. Man hört nicht mehr das Radio, was so auf dem Regal steht, sondern man läuft mit dem Handy und hat da eigenes Radio sozusagen, Internetradio. Und da sind die alten, guten, berühmten Journalisten mit neuen Sendungen sehr beliebt und sie finanzieren sich auch selbst. Und das ist, als wir gerade bei der Finanzierung waren, auch super interessant, dass immer mehr Polen sind bereit, die neuen freien Medien, Internetmedien zu finanzieren, als sogenannten Patronen. Also sie wirklich regelmäßig, monatlich, wöchentlich beweisen Geld für Radiosender im Internet. Und da ist das schon nicht etwas super Neues, sondern das läuft schon seit einigen Monaten. Das macht auch Hoffnung und das zeigt auch, Medienlandschaft ist immer noch sehr pluralistisch. Genau, und es gibt auch Radio Talk FM mit einer sehr ausgewogenen und politischen Berichterstattung, das auch meinungsbildend ist und zum Teil vielleicht auch Funktionen von Tageszeitungen abgelöst hat. Ich habe noch zwei Themen auf der Tagesordnung, die ich gerne kurz ansprechen wollte. Das eine ist die juristische Auseinandersetzung mit Journalistinnen und Journalisten. Das andere ist so sind die Arbeitsbedingungen von Medienschaffenden. Zunächst noch einmal zu den juristischen Sachen. Das hattest du, Gerhard, schon kurz angesprochen. Es gibt immer mehr Versuche, gegen Journalistinnen und Journalisten vorzugehen oder auch gegen Zeitungen, und indem man ihnen falsche Berichterstattung vorwirft und versucht, sie dort vor den Richter zu bringen. Und die Frage an dich, hast du sowas auch schon mal erlebt? Bist du selbst schon richterlich belangt worden, juristisch belangt worden? Wie gehst du damit um oder wie geht deine Redaktion damit um? Und B, siehst du das als ein besonderes Merkmal des polnischen Medienmarktes oder ist das etwas, was es überall gibt? Ich überlege gerade, was mich selber betrifft. Nee, ich glaube ich nicht. Wie auch immer. Manche sagen ja auch viel Feind, viel Ehr, aber das muss nicht sein. Das ist das eine. Was war deine zweite Frage?
Wie du das siehst, dass insbesondere staatliche Institutionen oder die Staatsanwaltschaft gegen Medien vorgehen, zum Beispiel gegen die Gazeta Wyborcza, die über 170 Klagen zurzeit hat, die anhängig sind gegen einzelne Journalisten oder Redaktionen. Ich meinte, die 170, das betraf nicht nur die Wyborcza, aber ich glaube, die Wyborcza hat geschrieben dieser Tage, dass sie 60 Klagen hatte seit 2015, aber so oder so, es werden immer mehr. Das ist ja eigentlich eine bedenkliche Entwicklung, die natürlich zum einen einzelne Journalisten treffen kann, aber andererseits auch natürlich Medien als solche, dort, wo auch finanziell etwas gefordert wird. Nun kann man ja sagen, erstens, die PiS-Regierung, die heutige Regierung, sieht ja nicht so unrecht die Richter insgesamt sozusagen als ein gegnerisches Lager an. Und man könnte also sagen, so wie die polnischen Richter immer noch sind, und dafür gibt es auch Beispiele, sozusagen geht da nicht jedes Urteil so durch, wie die Regierung es gerne hätte. Also da könnte ich jetzt auch Beispiele nennen. Mir fällt eines ein, was vielleicht etwas untypisch ist. Die Stadt Danzig hat gegen das öffentlich-rechtliche Fernsehen geklagt, dass die Stadt Danzig, die liberal regiert wird und ausländerfreundlich und migrantenfreundlich aufgetreten ist, sozusagen in den Dreck gezogen wurde in der Berichterstattung der TVP auf eine Art ausländerfeindliche Weise. Und ein polnisches Gericht hat der Stadt Danzig Recht gegeben. Also einerseits sozusagen die Gerichte, Gott sei Dank, sozusagen sind nicht auf Linie gebracht, ganz großenteils. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, der Hoffnung gibt, ist der, dass in Polen wahrscheinlich mehr als in Deutschland, also traditionell Journalisten ein sehr hohes Ansehen genießen, auch im Vergleich zu anderen Berufsgruppen. Vielleicht liegt es auch an diesen Stars wie Hanna Krall und Kapuściński und anderen, die also Nobelpreisverdächtig waren und so weiter. Aber auch die Journalisten untereinander oft sich viel Solidarität gezeigt haben. Ich erinnere mich also noch vor etlichen Jahren, wenn irgendwo die journalistischen, sozusagen die Rechte der Medien, der Zugang der Journalisten eingeschränkt werden sollte, dann haben Journalisten vor dem Parlamentsgebäude einen Käfig aufgestellt und sich dort reingesetzt und sozusagen abwechselnd in dem Käfig symbolisch Wache gehalten für die Pressefreiheit. Das war natürlich ein Thema für das ganze Land. Oder jetzt unter dieser Regierung, als sie im Parlament den Zugang der Journalisten zu Politikern im Parlamentsgebäude reglementieren wollte, gab es auch einen großen Protest und vielleicht erinnert ihr euch, also es gab ja einen Sitzstreik der Oppositionsabgeordneten über die Weihnachtszeit im Parlamentsgebäude. Alles das ausgelöst von einem sozusagen nicht sehr dramatischen Angriff sozusagen auf die Zugänge von Journalisten im Parlament. Also auch da doch ein ziemlich großer Solidarisierungseffekt also vieler Journalisten untereinander, aber das war bis vor einiger Zeit so. Jetzt haben wir ja mehrfach angesprochen in der Sendung, die Gesellschaft ist sehr stark polarisiert, sehr stark gespalten und es hat sich auch unter Journalisten ein Gegenlager gebildet. Also so einfach sozusagen mit der Solidarität mit den Medien ist es nicht mehr. Also ich bin ein bisschen ratlos, wie das jetzt sich weiterentwickelt. Vielen Dank. Letzter Punkt, ein bisschen das Materielle. Die Bedingungen, unter denen in Polen eigentlich Journalismus entsteht, unter denen Journalisten tätig sind. Bastian, du hast dir dazu ein paar Gedanken gemacht. Vielleicht kannst du das Thema noch mal kurz einführen. Ja, also Gerd, du hast es ja angesprochen. Vielleicht einfach mal, wenn man es mal an der Gazeta Wyborcza mal festmacht. Also eigentlich ursprünglich die Wahlzeitung, du hast es, glaube ich, wenn ich dich jetzt richtig zitiere, Kampfblatt genannt. Wie ist denn das eigentlich, weil du auch angesprochen hast, Solidarität unter Journalisten? Also das, ich glaube, ein Thema, worüber eben vielleicht
in Deutschland schon mal gar nicht, aber auch in Polen relativ wenig gesprochen wird, ist, denke ich, tatsächlich, wie sind denn die Arbeitsbedingungen für Journalisten und gerade auch für jüngere Journalisten? Also du hattest jetzt vor allem an die Größen des polnischen Journalismus erinnert, aber es kommt ja auch eine Generation nach, die vielleicht auch nochmal andere Ansprüche hat. Mich würde da nochmal interessieren, gibt es vielleicht so einen Teufelskreis vielleicht des journalistischen Aktivismus und des Journalisten als Aktivisten? Also zum einen, weil es in gewisser Weise vielleicht von den Redaktionen so gesehen wird, also weil sie auch selber die Erfahrung eben haben, so sind sie eben groß geworden. Sie haben da 89 und davor die Schlachten gekämpft und da eben viel Herzblut reingesteckt. Und wieso sollten jetzt heute die Redaktionskollegen Festanstellungen haben? Also befristete Arbeitsverträge sind ja auch im Journalismus weit verbreitet. Und da, das meine ich mit Teufelskreis, unter solchen Bedingungen, also mit befristeten Arbeitsverträgen, wenig sozialer Absicherung, keinem Urlaubsanspruch, muss man da nicht tatsächlich auch irgendwie ein Aktivist sein, um sich motivieren zu können, denn überhaupt in diesem Job tätig zu sein? Und hat man dann in so einer Situation noch immer den klaren Blick darauf, wo man gerade selbst steht, wo die Zeitung steht, was politisch gerade passiert? Also kann man da noch seine im besten Falle unabhängige Position einnehmen? Ja, man könnte vielleicht sagen, die Probleme, die ja auch die deutschen Medien und vor allem die Printmedien haben in den letzten, man muss schon sagen, 20 Jahren. In Deutschland spricht man ja von Zeitungskrise schon seit ungefähr 20 Jahren. Also alle die Probleme, die die westlichen Gesellschaften haben im Zuge aller möglichen technischen und wirtschaftlichen Veränderungen, die sind ja in den Transformationsländern in der Regel dann noch um eine Tacke heftiger, noch um eine Potenz größer. Also, dass man kaum noch auch nur bescheiden bezahlte Redaktionspraktika oder so etwas bekäme, ja. Das Praktikums- oder Hospitanzenwesen, also ist in Polen schlecht ausgeprägt. Dann in Deutschland, ja, man hat die Künstlersozialkasse, man hat das Versorgungswerk der Presse. Auch für Freie ist in Deutschland einigermaßen sozusagen gesorgt. Es ist ein Thema, die Verbände nehmen sich dieser Sache an und auch die Freien selber organisieren sich ganz gut. In Polen ist das alles schon etwas doch deutlich schwieriger. Und insofern frage ich mich schon, wo gehen die jungen Leute hin, die Journalisten werden wollen? Ich habe jetzt nicht so viel Kontakt, sagen wir mal, zu Journalismusstudenten gehabt in den letzten Jahren, um das wirklich gut zu beantworten. Andererseits frage ich mich, vermutlich ist es in Ungarn noch etwas schwieriger als in Polen. Also Polen hat doch glücklicherweise eine nach wie vor ziemlich heterogene, sehr zerklüftete, sich gegenseitig bekämpfende Medienlandschaft. Aber immerhin, man hat in Polen, anders als in Ungarn, das gilt nun für die Politik, aber auch für die Medien, man hat schon das Gefühl, hier kämpfen zwei ungefähr potenziell gleich starke sozusagen Kräfte miteinander. Ich möchte nur erinnern, in der letzten Präsidentenwahl in Polen im letzten Sommer, das Ergebnis war 51-49%. Ja? Also daher der Eindruck, hier sind zwei ungefähr ausgewogen starke Lager. Aber das hilft natürlich dem einzelnen jungen Journalisten wenig, wenn er das hört. Ja? Also die Lage ist unerfreulich. Vielleicht ist das auch ein Appell an deutsche Verlage oder deutsche Stiftungen, sich mehr in der Richtung zu kümmern. Einiges wird ja auch getan und ganz nebenbei auch solche verdienten Organisationen wie die Studentenorganisation GFBS, die Stipendien für Polen nach Deutschland, für Deutsche nach Polen organisiert, also können da ja ein bisschen was helfen.
Ja, vielen Dank, lieber Gerhard. Zeit für eine kurze Abschlussrunde. Agnieszka, was ist dir aufgefallen und eingefallen während unserer Debatte? Haben wir es in Polen mit einer, ja, mit einer offenen, pluralen Medienlandschaft zu tun? Besteht Gefahr? Oder ist es etwas, was wir einfach beobachtend hinnehmen sollen, um es leidenschaftslos zu kommentieren? Also auf jeden Fall, in Polen hat man Zugang zu verschiedenen Informationen. Also wenn man nach Informationen sucht, hat man den ganzen Spektrum von Titeln, von Radiosender und so weiter. Wir haben über das Radio auch zuerst wenig gesagt, aber auch die normalen Radiosender, das sind die privaten, die am meisten gehört werden. Da natürlich hat man auch Zugang zu Informationen. Aber natürlich, man macht sich Sorgen, weil die rechten Medien und die rechtlich öffentlichen doch sehr gut von der Regierung finanziert werden. Also sie haben wirklich dann Vorrang. Und das macht Sorgen, weil diejenigen, die nicht suchen, sondern nur einfach so einschalten und schauen, was da los ist, da haben sie vor allem diese einseitige Information und das macht natürlich Sorgen. Der letzte Satz vielleicht, wir haben über Altersverhältnisse gar nicht gesprochen. Wer sind die Zuschauer und wer sind die Internetnutzer und so weiter? Die Zahlen sagen ganz klar, die mehr als die Hälfte der Zuschauer vom Fernseher, da sind Leute 55 plus, vor allem die ältesten Generationen. Das heißt, die Jüngsten bedienen sich mit Informationen von Internet, vom Radio. Und das macht Hoffnung, dass sie auch natürlich verschiedene Kanäle nutzen. Die Frage ist, und das ist mein letzter Satz, wie man auch in Polen in dem Bildungssystem zeigt, dass Medien und Medienkonsum wichtig ist, dass man auch den jungen Leuten beibringt, wie man kritisch die Medien nutzt. Aber das ist ein Thema für sich selbst. Ich hoffe, wir kommen mal dazu, aber das ist wichtig. Und nicht nur in Polen, in Deutschland haben wir das gleiche Problem, wie man auch zeigt, wie man kritisch die Medieninhalte konsumieren soll. Vielen Dank, Agnieszka. Bastian, wärst du gerne Journalist in Warschau? Ach, ich wäre, glaube ich, gerne in Warschau und Journalist zu sein, wäre da vielleicht eine der einfachsten Möglichkeiten, beruflich dorthin zu kommen. Aber ich stelle es mir wahnsinnig schwierig, ehrlich gesagt, vor. Ich wäre dann gegebenenfalls auch als deutscher Journalist dort. Also den Job macht auch Gerhard Knauch, glaube ich, zu gut. Da lese ich lieber die Zeitung von der anderen Seite und schreibe sie nicht selber. Ich hatte mir nur noch im Laufe unserer Diskussion musste ich wieder dran denken an einen Ausspruch von Donald Trump, dem ehemaligen US-Präsidenten, falls ihn noch jemand in Erinnerung haben sollte, der mal während einer Pressekonferenz im Weißen Haus gesagt hatte, die Medien sind außer Kontrolle. Und ich glaube, das hat sehr entlarvend tatsächlich einmal seine eigene Sicht und vielleicht auch die vieler Regierungen auf die Medien auch gezeigt und auf der anderen Seite aber auch, glaube ich, nochmal deutlich gemacht, ja, genau, so sollte es sein. Die Medien sollten tatsächlich außer Kontrolle der Regierung und der Politik sein, denn nur dann können sie eigentlich ihrem Auftrag tatsächlich gerecht werden und auch nachkommen. Und ich denke, das ist tatsächlich auch wahrscheinlich das große Problem, das viele Regierungen mit den Medien haben, nämlich, dass sie tatsächlich out of control sind. Und ich denke, viele der Versuche, Medien zu gängeln, sei es über finanzielle Knebelung, sei es auch über die Verlagerung der politischen Auseinandersetzung in die Gerichtssäle, denke ich, kann man genau aus diesem Blickwinkel einordnen. Gerhard, kannst du dir einen schöneren Job vorstellen, als Korrespondent der FAZ in Warschau zu sein? Gerhard? Ja, ich habe die Frage wohl gehört und sie wirft mich natürlich etwas, sie wirft mich etwas um. Entschuldigung. Und darauf kann ich nur antworten, vielleicht etwas noch Schöneres kann man sich im Moment schwer vorstellen, aber ansonsten denkt man gerne zurück an die anderen, die auch in solcher oder ähnlicher Funktion in Warschau gelebt haben. Und da fällt mir nur einer ein, der bei
gegebenem Anlass, nämlich immer zum Ende des literarischen Quartetts, einen schönen Satz sagte, und der lautete folgendermaßen: Wir stehen selbst enttäuscht und sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Ja, für die, die es nicht wissen, Gerhard ist ein nicht nur Journalist bei der FAZ, sondern auch Autor von Büchern, unter anderem über Marcel Reich-Ranicki und seine polnischen Jahre. Das wäre Thema für ein weiteres polnisches Quartett, ein weiteres Polenquartett. Meine Damen und Herren, das war die Premiere des Polenquartetts. 4 Köpfe und ein Thema. Diesmal ging es um die Medien. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wir werden es fortsetzen. Bleiben Sie online, schauen Sie. Irgendwann wird die Nachricht bei Ihnen auftauchen, aufpoppen, wann wir das nächste Polenquartett machen und wer dann unser Gast oder unsere Gäste sein werden. Wir entschuldigen uns dafür, dass wir nicht alle von Ihren Antworten oder von Ihren Fragen beantworten konnten und dass nicht alle unsere Antworten Sie vielleicht zufriedengestellt haben. Aber so ist das in solchen Debattenformaten. Nicht jeder kann zum Zuge kommen und nicht alles kann gesagt werden. Was wir Ihnen gesagt haben, war hoffentlich ein Einstieg in die Kenntnis des polnischen Medienmarktes, des polnischen Mediensystems, und Sie haben einen besonderen Gast kennengelernt, Gerhard Gnauk. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Mitmachen. Tschüss und auf Wiedersehen. Danke, schönen Abend noch.